Ja, das ist ja auch eine Frage, die immer wieder gestellt wird von Steuerberatern oder Buchhaltern, die pauschal notierte Unterstützungskasse in der Lohnabrechnung und der Gehaltsabrechnung, wie ist sie überhaupt zu behandeln? Wenn man vorher jetzt die Frage theoretisch behandelt und die Buchungsanweisungen gibt, ist natürlich ein wichtiges oder das wichtigste ein Grundverständnis von der Funktion der pauschal notierten Unterstützungskasse überhaupt. Und vielleicht am Beispiel der Arbeitgeberfinanzierten am Anfang, das ist ja das eigentliche Modell, das Urmodell, das traditionelle, klassische Modell, das immer noch viele Arbeitnehmer aus sozialer Verantwortung einfach komplett fürs Kollektiv machen. Wie funktioniert die arbeitgeberfinanzierte Zusage? Der Arbeitgeber macht seinen Mitarbeitern eine Zusage, 100 Euro pro Monat, verzinst und was rauskommt, bekommst du. Jetzt sind da zwei Dinge zu wissen. Die pauschal notierte Unterstützungskasse führt in der Buchhaltung zu keinerlei Pensionsrückstellung, zu keinerlei Verbindlichkeit, zu keinerlei Verpflichtung. Es ist nichts direkt zu bilanzieren. Nicht vor BILMOG und jetzt auch unter BILMOG nicht. Das heißt, außer der Zusage muss ich erstmal überhaupt nichts bilanzieren. Der Verwalter der Unterstützungskasse wird am Jahresende oder vielleicht auch sofort am Jahresanfang nennen, wie viel jetzt dotiert werden kann. Die Dotierung, das heißt der Aufwand nach § 4d Einkommensteuergesetz, der geltend gemacht werden kann, das ist dann ein Aufwand und der wird auch gebucht. Das heißt, da brauchen wir unsere Aufwandsbuchung in Höhe der Dotierung, wenn die Dotierung bezahlt wird, von der Bank eben auch die Bankbuchung, also der Buchungssatz Aufwand, betriebliche Altersversorgung an Bank. Das ist die Buchung, die hier zu machen ist. Wenn die Unterstützungskasse das Geld als Darlehen zurückgibt, wäre zu buchen Bank an Verbindlichkeiten, an sonstige Verbindlichkeit gegenüber Unterstützungskasse. Das wäre das, was zu buchen ist, wenn eine Unterstützungskasse im abgekürzten Zahlungsweg arbeitet, das heißt, das Geld gar nicht fließen lässt, dann wird sich die Bankbuchung praktisch raussoldieren. Aufwand an Verbindlichkeit, auch das wäre möglich. Also das ist die Buchung im arbeitgeberfinanzierten Bereich. Arbeitnehmerfinanziert, im Ergebnis das Gleiche, also auch hier, der Mitarbeiter wandelt Entgelt um, aber er bekommt erstmal vom Arbeitgeber eine Zusage. Er wandelt 100 Euro um und er bekommt eine Zusage, 100 Euro mal x Prozent ergibt irgendwas. Das ist die Zusage. Auch diese ist grundsätzlich jetzt nicht zu bilanzieren, ist nicht zu verbuchen. Das ist erstmal eine Zusage, die grundsätzlich bilanzneutral ist. Jetzt wandelt der Mitarbeiter Entgelt um. Statt 2.000 Euro bekommt er nur mehr 1.900, dann würde es im Prinzip auch reichen, wenn das Gehalt auf 1.900 reduziert wird. In der Regel macht man das nicht. In der Regel will man auch, dass der Mitarbeiter das auf dem Gehaltszettel sieht. Das heißt, was passiert? Man gibt eine Entgeltumwandlung im Programm, in DATEV, in anderen Programmen ein und schreibt 2.000 Euro Gehalt, 100 Euro Umwandlung und verbucht das Ganze. Die meisten Buchhaltungsprogramme, Lohnbuchhaltungsprogramme wollen aber dazu oder weisen dazu automatisch ein Gegenkonto aus und weisen automatisch ein Verbindlichkeitenkonto auf das sie die Aufwandsposition buchen. Also die Programme buchen dann immer noch 100 Euro Personalaufwand an Verbindlichkeit. In Wirklichkeit ist es aber so, dass wir keine Verbindlichkeit haben. Das heißt, diese Buchung, die das Programm macht, wäre erstmal wieder zurückzudrehen. Vielleicht nicht erstmal wieder zurückzudrehen, aus Gründen der BWA mag es vielleicht sinnvoll sein, das auch erst am Jahresende zurückzudrehen. Aber die Buchung Personalaufwand an Verbindlichkeit müssten wir im ersten Schritt wieder zurückdrehen, weil wir keine Verbindlichkeit haben. Zum Jahresende wird der Unterstützungskassenverwalter dann die Dotierung, den Aufwand nach 4D Einkommensteuergesetz mitteilen und wir buchen wieder unsere Buchung Personalaufwand in Höhe der Dotierung an Bank oder an Verbindlichkeit, wenn ich das im abgekürzten
Zahlungsweg mache. Das ist im Prinzip die Aufwandsbuchung, also einerseits das rückgängig machen, andererseits die normale Buchung. Ungeachtet dessen wird man, wenn man Kapitalgesellschaft ist und angabepflichtig ist, auch vom Unterstützungskassenverwalter eine Berechnung anfordern, eine Berechnung des Fehlbetrags, eine Lastwertberechnung, die unter Umständen, wenn ein Fehlbetrag besteht, auch im Anhang anzugeben wäre. Das ist vor allem dann der Fall, wenn einer den Aufwand eben nicht bildet, wenn einer zu wenig Aufwand bildet, kann es zu einem Fehlbetrag kommen. Ja, das wäre grob die Buchung und die Behandlung in der Lohn- und Gehaltsbuchhaltung und auch in der originären Buchhaltung. Das heißt, am Jahresende haben wir nur einen Personalaufwand in Höhe der Dotierung und eine möglicherweise eine Verbindlichkeit, wenn das Geld wieder zurückgewährt wurde. Im nächsten Jahr, wenn es für das Darlehen auch Zinsen gibt, ist das ganz normale Buchung. Zinsen an Bank, Zinsaufwand an Bank. Wenn das Geld wieder zurückkommt, eben Bank an Darlehen. Ja, das ist ganz vereinfacht die Handhabung in der pauschal dotierten Unterstützungskasse. Nichts Besonderes, aber sie fordert ein Grundverständnis, dass erstmal Geld vom Mitarbeiter da bleibt, das als solches auch kein Aufwand ist, auch keine Verpflichtung ist und wir eine Dotierungsmöglichkeit haben und diese Dotierung als Aufwand buchen. Wenn das Geld zurückkommt, haben wir eben eine Verbindlichkeit.